Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Tesla Car TV. Ich bin der Michael, heute mit einem kurzen Video, denn wir sind auf der A8 unterwegs, genauer gesagt von Stuttgart Richtung München. Ja, gerade stehen wir da bei Burgau und die nächste Ausfahrt bei uns, die wird Zusmershausen sein. Viele werden wissen, was in Zusmershausen ist, genau der Sortimo Innovationspark. Dort machen wir dann nochmal Rast, laden ein bisschen nach, schauen uns auch den NIO Batteriewechselstation an, was es dort den ersten in Deutschland gibt. Seid gespannt, ich nehme euch mit. Ja, und als wir an dem Rastplatz in Burgau angekommen sind, standen zwischen den Tesla Superchargern so komische Schilder mit einem Storch drauf, wo uns erstmal gar nicht so klar war, was jetzt damit eigentlich gemeint war. Ja, und kurz bevor wir dann weiterfahren wollten, gab es dann ein Geräusch, was ich eigentlich ungern höre. Und das Ergebnis hat man dann auch recht zügig gesehen, denn auf der Windschutzscheibe, Motorhaube und auch auf dem Panoramadach war dann eine Hinterlassenschaft von einem Vogel zu sehen, der dann anscheinend da richtig drüber gedonnert ist und seinen Gruß auf dem Tesla hinterlassen hatte. Ja, ungeachtet der Verabschiedung von Burgau durch einen netten Vogel, ging es dann erstmal zum Sortimo Innovationspark weiter. We'll be right back.
Ja, wir sind jetzt hier am Sortimo Innovationspark, wie man im Hintergrund von mir gerade schön sehen kann. Der Sortimo Innovationspark hat insgesamt 72 Ladepunkte. Davon sind, will ich mal nachschauen noch schnell, 32 super Schnellladepunkte mit 300 kW, glaube ich, was drin steht. Inklusive eben, wie man hinten sehen kann, dort 12 Supercharger von Tesla. Dann gibt es hier diese kleinen Pilze. Wird jede nummeriert, um zu wissen beim Bezahlvorgang, welchen das man hat. Das Ganze kann man entweder über die App bezahlen. Dann da drin ist wie eine Tankstelle, ist jetzt leider schon geschlossen. Kann man dann direkt an der Kasse zahlen oder am Kassenterminal. Die Pilze, steht jetzt da dran, haben 35 kW, kosten 45 Cent. Man kann sie aber auch, was ich in der App gesehen habe, umschalten auf 140 kW und kostet dann aber allerdings wie diese Schnelllader da hinten 59 Cent. Das sind so Ladepilze. Man sieht bis 300 kW 59 Cent die Kilowattstunde. Kann man praktisch ranfahren, übers Auto schwenken. Also bei denen ist es dann relativ egal, wie rum, dass man dann halt hinfährt, um zu laden. Also man kommt mit diesen Ladepilzen überall hin an die Ladestecker. Wir schauen jetzt uns noch mal schnell die NIO Wechselladeeinrichtung an. Bis gleich. Ja, und was man hier auch noch entdeckt hat, es gibt hier zwei Ladesäulen, also mit vier Ladepunkten Typ 2, wo die Kilowattstunde 45 Cent kostet und unten sogar ein Schokostecker für den, der es braucht. Ja, da an der NIO Batteriewechselstation jetzt weder NIO war noch irgendwie im Personal, sondern der ganze Apparat recht verwaist ausgeschaut hat, gibt es eigentlich darüber jetzt nicht allzu viel zu berichten. Ja, man kann vor die Station mit seinem NIO hinfahren, gibt es ein, das Auto parkt dann rückwärts selbstständig in die NIO Wechselstation ein. Innerhalb von 4 bis 5 Minuten wird dann automatisch der leere Akku oder fast leere Akku entnommen und durch einen vollgeladenen Akku dann ersetzt. Wie gesagt, das Ganze dauert dann 4-5 Minuten und dann kann man auch die Weiterfahrt wieder sofort antreten. Wie schon gesagt, leider haben die bloß bis um 20 Uhr auf. Aber das ist halt wie so ein Tankstellenshop. Dort kann man dann auch den Ladevorgang bezahlen. Oder man benutzt hier diesen Bezahlterminal.
mit Kartenzahlung. Restaurant, Cafeteria. Naja, wenn man nach unten geht, kommt man dann zu den Toiletten. Nachrichtensender läuft. Modern, sauber. Ja, wie anfangs schon erwähnt, gibt es dort zwei Tarife. Also die 35 kW Lader kosten dann 45 Cent die Kilowattstunde. Wobei diese kleinen Pilze, die man ja am Anfang, wo ich schon erwähnt habe, kann man auch in der App am Handy dann auf 140 Kilowatt einstellen. Dann kostet jedoch die Kilowattstunde wie die großen 300 kW Lader, die HPC Lader, ebenfalls eben dann 59 Cent die Kilowattstunde. Wie anfangs schon erwähnt, gibt es beim Sotimo Innovationspark drei Möglichkeiten zu bezahlen. Einmal ist im Foyer so ein Bezahlterminal, gibt man praktisch die Nummer ein, die an jeder Ladesäule steht. Wichtig dabei zu wissen ist, es steht drauf, dass wenn man dorthin geht und bezahlen will, das Auto bereits angesteckt sein muss. Eine weitere Möglichkeit zu bezahlen ist dann im Shop selber. Ist wie eine Tankstelle oder ein Tankstellenshop aufgebaut. Dort kann man dann direkt an der Kasse dann bezahlen. Muss man natürlich auch die Nummer angeben und das Auto muss auch schon angesteckt sein. Ja, oder ihr benutzt einfach die App eLoaded, wo man dann praktisch auch über PayPal oder Kreditkarte bezahlen kann. Einfach runterladen, die App gibt es für Android- und iPhone-Geräte. Einfach aus der Liste der Ladepunkte praktisch seinen Ladepunkt auswählen und ganz einfach dann den Ladevorgang starten und bezahlen halt davor mit PayPal oder Kreditkarte. Dort wird natürlich erst einmal ein gewisser Betrag geblockt, sage ich mal, der wird jetzt nicht gleich abgebucht, sondern nur geblockt. Und am Schluss von seinem Ladevorgang praktisch wird dann das einbehalten, was der Ladevorgang dann insgesamt gekostet hat. Einziger Nachteil an dem ganzen Ladepark sind die Öffnungszeiten der Shops bzw. von dem Café, denn die machen bereits um 20 Uhr schon zu und der Shop selber am Samstag schon um 18 Uhr. Ja, hier würde ich mir doch etwas längere Öffnungszeiten sehr wünschen. Also bis 22 Uhr wäre dann doch recht angenehm. Im Großen und Ganzen ist der Innovationspark Sotimo in Zusmarshausen ja dann doch recht zukunftsweisend, wie sich die ganze Entwicklung
weiterentwickelt in Sachen E-Mobilität, bleibt abzuwarten. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich sage dann schon mal ciao, bye bye. Vielleicht bis zu einem nächsten Video.